Servus, ich bin's Chris von Schneen.ex Challenge. Ich habe mit mir die Nadine Wallner heute, zweifache Freeride World Weltmeisterin. Ja? Also eine Riesenehre, mit ihr heute zu fahren. Und Nadine, wo sind wir hier eigentlich? Ja, wir sind im Sonnenkopf und das ist nahe meiner Heimat von Klösterle. Und ja, wir haben uns heute mal die Schneeverhältnisse da angeschaut und sind ganz nett gefahren. Oh. Ja, auf jeden Fall. Also es war ein richtig fetter Tag, richtig guter Powder. Also wer Powder-Ski fahren will, also powdern will, nicht Powder-Ski fahren, ist hier genau richtig, oder? Ja, es gibt die ein oder andere Variante und ja, im Nahbereich sowie auch weiter hinaus mit Tourenski. Und was liebst du hier an dem Gebiet am meisten? Dass ich alleine bin. Cool, das heißt, hier hat man viel Platz, oder? Man hat viele Möglichkeiten, Freeriden zu gehen, also richtig gut. Und dann auf der Piste geht aber auch was, oder? Ja, auf jeden Fall. Also es ist eigentlich sehr abwechslungsreiches Skigebiet. Du kannst immer wieder von Off-Piste zwischendurch ein bisschen Tischchen fahren, wieder auf die Piste hinfahren und gerade zum Anfang ist es, glaube ich, nicht schlecht. Okay, cool. Nadine, ich hätte noch drei Fragen an dich und jeweils eine Antwort. Ja. Okay? Bereit. Also, hiken oder Liftfahren? Hiken. Hiken, okay. Was gibt's mittags auf der Hütte? Kaspress-Knödelsuppe. Kaspress, oh geil, ich glaube, die nehme ich auch auf jeden Fall noch. Und was liebst du am meisten am Skifahren? Draußen, der Natur, der Berg sein und meine Ruhe haben. Das klingt gut, auf jeden Fall. Und das hat sie uns heute auch gezeigt, also wir hatten riesen Spaß. Vielen Dank dafür und war ein geiler Tag mit dir. Danke.